Was ich mir von der Kulturpolitik wünsche, ist also an erster Stelle auf jeden Fall weniger Kürzungen für verschiedene Töpfe, Fördertöpfe, für also künstlerische Netzwerke, auch für kleinere Galerien, für kleinere Ateliergemeinschaften. Dann wünsche ich mir auch vor allen Dingen mehr Interesse für die Kunst in der Kulturpolitik. Also dass die Kulturpolitik, sage ich jetzt mal als Ganzes, möchte da jetzt niemanden einzeln nennen, aber dass da einfach auch das Verständnis wächst, dass Künstler einen ganz großen Beitrag leisten können, politische Themen auch wundervoll künstlerisch zu lösen beziehungsweise aufzuzeigen. Also das heißt, man kann Denkanstöße geben als Künstlerin, als Künstler. Und das vergessen leider oft Politiker oder vergisst die Kulturpolitik. Und dazu ist auch ganz wichtig, dass das ganze Thema Kunst und Kultur einfach auch mit viel mehr Humor mal betrachtet wird. Natürlich auch im Hinterkopf immer noch auch geradlinig zu sein und das Wichtigste einfach nicht zu vergessen, dass wir ja alle an einem Strang ziehen und dass es wunderbar wäre, wenn man da einfach zusammenarbeiten könnte. Ja, also ich denke, das ist für mich das Wichtigste.